Boethius, Ancius, Manlius Severinus wurde um 480 geboren und im Zeitraum von 524 gestorben. Er war Philosoph, Neoplatoniker, Musikwissenschaftler und Politiker. Und sein Leben fiel in die Zeit der Herrschaft von Theoderich. Boethius erhielt ein hohes politisches Amt bei diesem König und wurde als Verräter verurteilt und hingerichtet. Er wollte ein neues Bildungsprogramm schaffen, das auf den Werken von Aristoteles, Platon und Stoiker basiert würde. Er übersetzte auf Latein und kommentierte diese Autoren. Er war sehr breit gebildeter Mensch. Also, eines von den Hauptwerken ist Der Trost der Philosophie. Boethius schuf das Werk unter Arrest, nachdem er auf Geheiß des Ostgotenkönigs Theoderich verhaftet worden war. Es geschah wegen der Verleumdung. Das Werk besteht aus 5 Büchern und es ist ein Dialog zwischen dem Autor und der personifizierten Philosophie. Die Philosophie ist dort eine schöne, gnädige Frau, die den seelisch erkrankenden Autor von dem Irrtum heilen wollte oder möchte. Im ersten Buch treibt Philosophie die Dichter Musen weg, weil sie nur süßen Gifte verbreiten. Der Autor beklagt Ungerechtigkeit, dass bösartige Verleumder hätten ihn ins Unglück gestürzt. Aber die Philosophie erinnert ihn, dass er die Heimat eigenmächtig verließ. Danach bringt sie ihn zum Nachdenken, dass die Welt einer göttlichen Fürsorge und Wille untersteht. Im zweiten Buch erschien sich Fortuna oder Schicksalsgöttin der römischen Mythologie. Autor sollte einverstanden sein, dass Fortuna ihm essentiell oder von Natur aus ja unbeständig ist. Er hat kein Recht, sich zu beschweren, weil er schon viel Glück gehabt hat. Im dritten Buch definiert die Philosophie eine Glückseligkeit als einen Zustand der Vollendung. Es ist das höchstes Gut, auf welches alle menschlichen Bemühungen ausgerichtet hat. Viertes Buch widmet sich dem Thema von Theodizee. Also alle streben nach dem Guten. Aber eine sehr wichtige Frage hier ist einerseits unsere tierische Natur, andererseits die Begrenztheit unseres Geistes. Wir können nicht alles verstehen, was passiert. Im fünften Buch geht es um die Rolle der Zufälligkeit, also ob wir Willensfreiheit haben oder leben wir in der determinierten Welt. Die Philosophie betont, dass der Mensch von Natur aus über die Vernunft verfüge.